Die Zinnen des römischen Turms bestehen aus runden Lautsprechern. Mehrere Sensoren im Inneren des transparenten Turms registrieren die Schatten der Betrachter. Die Schattenwürfe lösen bestimmte Klangereignisse aus. Nach welchen Regeln die Verwandlung der Bewegung in Klang stattfindet, ist für den Betrachter nicht leicht zu durchschauen. Dennoch hat man das Gefühl, das Verhalten der Plastik lasse sich durch Variieren der Bewegungen ergründen. Der Titel ist eine Anspielung auf die heute kaum mehr bekannten Strukturen altrömischer Musik.